So, willkommen zurück am Sonntag von Risen 3. Wir haben so einige Aufträge bekommen und werden uns noch weitere Aufträge sammeln. Aber erst werde ich die verdammten Affen töten. Blaukrallen, die waren im zweiten Teil besonders heftig, glaube ich. Das waren die schlimmsten Affen, abgesehen von den Gorillas natürlich. Zwei Leute verfolgen mich und jetzt ist schon die Chance relativ groß, dass ich jetzt endlich mein Versprechen wahr machen könnte. Also meine Aussage wahr machen könnte. Und das erste Mal vom Abgrund rollen könnte. Ja, ja, töte mal irgendjemanden bitte da hinten. Dankeschön. Das tust du. Einer ist tot. Und ich helfe dir mal ein bisschen dabei. Jawoll. Und mir läuft die Nase. Traumhaft. Geregelt. Mensch. Ein wahrer Let's Play Profi hier. Let's Play? Vater unser? Nein. Oh, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Und Proviant. Lalalala. Und vielleicht mal die Waffe. Natürlich daneben, weil alle Schüsse, die ich bis jetzt abgeliefert habe, glaube ich, gingen sie ziemlich daneben. Hast du mich geheilt? Du hast mich geheilt. Sehr nett von dir. Bones, Hilfe. Der Affe ist doch viel stärker als ich. Ich kann ein bisschen versuchen zu parieren und auszuweichen. Und wieder auszuweichen, jawohl. Danke, Bones. Habe ich noch wenigstens ohne Bones einfach nur tot wäre? Ich muss möglichst schnell, das ist auch ehrlich gesagt mein Ziel, ich muss möglichst schnell versuchen, die Leute zu treffen, denen ich mich anschließe. Ich kann die looten, kann das sein? Nein. Das heißt, wahrscheinlich den Magiern. Ich weiß, dafür muss ich auf eine andere Insel letztendlich fahren, weil nur die können es schaffen, letztendlich mir mehr Schaden. Ich esse vielleicht noch ein bisschen was. Mir etwas mehr Schaden zu verpassen, sodass ich selber noch ein bisschen besser in der Natur selber bestehen kann, ohne dass ich die ganze Zeit auf die Hilfe von Bones angewiesen bin. Weil, sind wir mal ehrlich, ohne Bones würde ich hier den lieben langen Tag nur sterben. Da ist ein Gorilla. Wir hatten, glaube ich, schon mal einen Gorilla besiegt. Die sehen aber auch echt bedrohlich aus. Sie sehen in jedem Fall, in jedem Spiel, in jedem Teil sehen die bedrohlich aus. Völlig zu Recht. Bones? Guck mal. Ich öffne mal das Gespräch. Mit einer Waffe, die ich, wie auch immer ich es geschafft habe, daneben geschossen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob auf mich zu mich haut oder dich haut. Auf dich offenbar. Sehr gut. Dann lenke ich ein bisschen ab von dir. Oh. Da war ich aber schon ganz knapp auf Abgrund dran. Vielleicht darf ich nochmal ganz kurz ein bisschen Proviant. Und ein schwerer Schlag. Und wieder weg. Lalalala. Und wieder ein schwerer Schlag. Und weg, 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 weg. Oh, das ist aber knapp. Mein Gott. Oh Gott. Wow. Ich roll da schön abgrund lang. Kann ich da eigentlich runterfallen? Während des Rollens? Ja, danke für ein Gorilla-Fell. Ich will es mal probiert haben. Ich speichere ganz kurz mal. Kann ich hier so runterfallen? Ja, das klappt ganz gut. Was für ein Trottel. Ja, was für ein Trottel. Aber ich will mal gucken, ob ich auch während des Rollens runterfallen kann. Weil es schien mir die, so, dass ich mindestens dreimal... Nochmal? Nee, kann ich nicht. Ah ja, wollte gerade sagen. Man kann also wirklich nicht runterrollen. Ich bin mindestens dreimal Abgrund lang gerollt und dachte mir, entweder war ich jetzt unglaublich gut, hatte unglaublich viel Glück. Also eher unglaublich viel Glück. Oder das Spiel sieht gar nicht vor, dass ich mich da runterrolle. Und offenbar sieht es das Spiel nicht vor. So, was kann ich jetzt hier drüben finden? Ja, man kann mit Bones reden, das weiß ich. Man kann möglicherweise, sieht alles aus, ob man hier unten reingehen könnte, irgendwann mal. Und ansonsten konnte man nur diesen Affen töten. Ach, guck mal, da oben? Ah, warte mal, Karte. Ja, das könnte sein. Hier könnte es sein, wenn ich es schaffe, als Papagei hier irgendwie hochzufliegen, wie auch immer mir das gelingen soll, oder da oben rein. Vielleicht wächst dort oben diese komische Pflanze. Ich speichere nochmal. Papageienflug ist die 6 bei mir. Steig mal auf. Und gleite. Das kannst du ja lange machen. Naja, klappt nicht so, wie ich es gern hätte. Daher lade ich das Ganze nochmal. So hoch komme ich offenbar als Papagei nicht. Schade. Mhm. Wie machen wir das dann? Entweder müssen wir noch höher kommen. Also möglicherweise von dort oben. Oder ich probiere erstmal als Papagei hier oben hinzufliegen. Gut, ich bleib hier.
So. So. Und das klappt irgendwie auch nicht. Sehr schade. Ja, gut. Dann, nützt mir dieses kleine Eiland, was wir mit der Brücke erreichen können, gar nicht so richtig viel. Aber jetzt habe ich zumindest schon mal irgendwie eine ungefähre Ahnung, wie weit man so als, oder wie gut man so als Papagei fliegen kann, wie hoch man steigen kann, okay. Dass das also auch nicht erreichbar. Und ich nehme an, du kannst auch nicht irgendwie hochklettern. Nee, sieht nicht so aus. Du kannst aber wahrscheinlich hier runterfallen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Ahnsteine zu finden. Zwei Stück, wenn ich mich recht erinnere. Auf dem einen haben wir schon gehört, dass wir Spinnen wie diese hier töten sollen. Und dass wir irgendwo einen besonders großen Brocken an Jade finden könnten. Hier gehen wir hier hoch. Und zwei andere brauchen wir noch. Sag mal, eine Frage. Wir haben doch so ein Ding von Moloko bekommen. Also so eine Voodoo-Puppe von Moloko. Benutzbares, war nee, Magie wahrscheinlich. Makoto, wie auch immer. Moloko ist ein Band. Mit dieser Voodoo-Puppe kann ich Makoto übernehmen. Das muss ich mal probieren. Das wird nichts. Doch, das wird was, wenn ich einfach das auf die Null mal ziehe. Okay. Jetzt steuere ich den, oder was? Kannst du die Waffen anwählen? Nein, du hast keine Waffen. Wie geil, warte mal, lass das mal probieren. Was kann man mit Makoto jetzt machen? Das ist eine geile Idee, kann man mit Leuten reden. Ixil! Ixil grüßt Makoto. Okay. Tenya? Großes Voodoo-Gucho. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Chi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hirutu. Überzeuge ihn, dass nicht alle Guchos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Das ist ziemlich cool. Das ist eine geile Quest, muss ich sagen. Das Feuer ist auch immer noch schön. Es ist einfach traumhaft, wie schön das ist. Du. Chaka Hirutu. Makoto möchte mit dir über die Guchos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Guchos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Guchos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Guchos? Hirutu zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Guchos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Oder die Tonka der Kila werden nicht kämpfen. Nee, wir wollen jetzt keinen Bürgerkrieg sozusagen veranstalten, sondern würde einfach sagen, ich habe meine Meinung geändert, weil ich davon fest überzeugt bin jetzt, dass die Guchos doch meine Freunde sein können. Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hirutu Argumente von drei weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Guchos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hirutu Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. Das ist auch eigentlich, also es ist eine coole Quest, aber es ist eine geile Aussage von ihm. Ja, ich muss ja auf meine Tonka hören, aber ich höre nicht auf dich. Nenne mir drei andere Tonka, die wichtiger sind als du oder cooler als du sind. Und ihr zusammen habt dann die entsprechende Meinung. Das finde ich ganz geil. Aber okay, also kann man es natürlich auslegen, natürlich ist es nicht so gemeint. So, die Meinung der Kila sind Hirutu also wichtig. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Ja, drei Argumente. Ein Argument haben wir ja schon mal, dass wir von Ixil den Händler, dass der halt nicht, dass der mehr Profit haben möchte. Wir haben vorerst genug geredet. Ach so. Geh und sprich mit den Kila, Makoto. Gut, machen wir das doch. Hätte ich nicht gedacht, dass diese Folge jetzt gerade so entwickelt, aber okay. Tenya. Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Guchos nicht ändern. Kann ich eigentlich auch mit E drücken? Nee, kann ich nicht. Schade. Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Guchos nicht ändern. Uwamba. Chaka Hirutu voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat.
Wenn wir Kila den Kampf mit den Gutschos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Das ist ein Argument. Dann nehmen wir noch Ixil. Was denkst du über die Gutschos? Was denkst du über die Gutschos? Wieso möchte Makoto das wissen? Ich versuche Hirote zu überzeugen. Ich möchte einfach wissen, was du über sie denkst. Ich möchte einfach wissen, was du über sie denkst. Gutschos sind gut für Handel. Ixil hat sonst keine eigene Meinung über Gutschos. Hirutus Sicht der Dinge ist auch meine Sicht der Dinge. Na schau an! Damit kann ich nicht viel anfangen. Taka? Ich... Makoto hat nur laut gedacht. Ja. Hulk, Tonka! Okay, vielleicht können wir noch mal... Warte mal, war hier drüben nicht die Dame, die, zu den Gutschos wollte? War das hier? Hab ich schon erwähnt, dass ich diesen Quest gerade ganz schön geil finde, dass man einfach über jemanden übernimmt und mit denen dann spielt. Das ist cool gemacht. Na, Äffchen, bist du unschuldig? Ja, bist du. Da ist er doch. Regt sich schon fröhlich vor mir hin. Bahati. Oha, Makoto. Sumtaka Bahati? Ich verstehe nicht, was du sagen willst, aber gut. Makoto Chakeke. Kannst du etwas... Ist das gut, wenn ich das sage? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kannst du mir etwas Gutes über die Gutschos sagen? Kannst du mir etwas Gutes über die Gutschos sagen? Warum Palava in Sprache der Gutschos? Ich möchte den Gutschos helfen und lernen ihr Palava. Sonst versteht mich hier kein Schwein. Das ist geil. Nee, komm, das Erste. Ich möchte den Gutschos helfen und lernen ihr Palava. Uwamba mea tosheka. Hike sum kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Gutschos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortao und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Gutschos verbinden würden. Jawohl, und jetzt sage ich das, was ich nicht weiß, was es heißt. Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Maloche ist irgendwas mit Arbeit. Okay, haben also schon zwei Argumente. Vielleicht finden wir noch eins von dem Betrunkenen. Da unten stehen wir übrigens. Oder von dem Wächter, der den Eingang zum Dorf bewacht. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Nehmen wir erstmal den Betrunkenen. Der kann vielleicht sowas sagen, wie die Gutschos geben uns mehr rum. Nee. Der war hier irgendwo in der Nähe, da ist er doch. Du stehst wieder, wie schön. Bobo. Hola, Makoto. Bitte lass Bobo in Ruhe. Was auch immer du willst von Bobo. Bobo nicht interessiert. Sehr schade. Gut, dann vielleicht der Herr da drüben. Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Tufa? Tufa? Chi, du bist nicht mehr als kleiner Jäger. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Was hältst du davon, die Gutschos zu opfern? Du schuldest mir noch Gold. Nein, ja. Was hältst du davon, die Gutschos zu opfern? Große Bambule mit Gutschos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Das war Hirutus Idee. Wollen wir es ihm sagen? Oder wollen wir einfach Makoto als dumm dastehen lassen? Nee, komm, wir sagen's. Der muss seinen Körper nutzen, müssen wir dich auch in Verruf bringen. Oh, dann Idee doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Ah, trotzdem ja. Trotzdem nicht die Lösung. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Wunderbar, damit habe ich doch... Nein, ich werde dich anlügen. Ich habe doch drei... Da würde ich wahrscheinlich mich Seele verlieren. Entschuldigung, ich habe gerade zwei parallele Gedankengänge. Beziehungsweise mein Mund spricht schon mal, mein Let's Player-Mund redet, während mein Geist über was anderes nachdenkt. Let's Player-Mund sagte sowas, wollte sowas sagen wie... Wir haben jetzt drei Argumente für den Häuptling, dass er nicht gegen die Gutschos in den Kampf zieht. Und mein Gehirn dachte sowas wie, nein, wir werden den Typen jetzt nicht anlügen, um sein Gold zu bekommen, weil wir damit unsere Seele verlieren würden, oder Teile unserer Seele verlieren würden. Außerdem wäre das gemein. So gemein bin ich diesmal nicht. Weil ich spiele ja diesmal keinen Dieb. Hallo Hiruto.
So, die Meinung der Kila sind Hiruto also wichtig. So, die Meinungen der Kila sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Das trifft sich aber. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kila werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hiruto hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Ja, Tenya sagt, wir Kila werden beim Kampf gegen die Gutschos viele Männer verlieren. Tenya sagt, wir Kila werden beim Kampf gegen die Gutschos viele Männer verlieren. Moleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Na, ernsthaft? Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug. Warum drei Argumente? Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Gutschos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Okay, mal ernsthaft, das war jetzt ein geiler Quest, muss ich durchaus sagen. Aber ich habe jetzt mal ab und zu so ein bisschen links verfolgt, was da eigentlich gerade abgeht. Das wäre, sagen wir mal, den Gothic-Teil und ersten Risen-Teil wäre das insgesamt vielleicht eine Quest gewesen. Hier ist es, war das, weiß nicht, 9 oder so. Aber cool, lief sehr gut. Ich freue mich sehr, dass es erfolgreich war. Kann man mal mit dir reden. Ono Palava, du weißt, was zu tun ist. Ja, das weiß ich und ich habe es geschafft. Ich gehe jetzt wieder runter in meinen Körper. Und spreche dann nochmal den Häuptling an. Ja, mit mir selbst reden. Zurück in den eigenen Körper. Danke, Makoto, du warst eine große Hilfe. Yalla yalla, oder Makoto wird böse. Ja, du hast uns so geholfen, keine Panik. Wir machen dich nicht mehr dumm an, es sei denn, du machst uns dumm an. Ja, wieso sind die eigentlich mal alle so hässlich? Warum können sie einfach einen normalen Menschen darstellen, der nicht als Totenschädel, ausgestellt wird? Das ist doch eigentlich Quatsch. Es wird gespeichert, das finde ich seltsam, aber gut, ich nehme es mal hin. Hiruto? Höre, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter. Danke. Ich möchte mit dir übrigens über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Gut, Hoshi der Kila. Hiruto wird dir zuhören. Doch wisse, der Pirat Slim hat unseren Boden entehrt. Er ist Kabuki für uns, Kila. Kurz gesagt, er hat Mist gebaut. Chi, er hat Gaia erzürnt mit seiner Anwesenheit. Böse Aura. Tau, der Tod, erwartet ihn bereits. Sag, wie würdest du an Hirutos Stelle handeln? Dein Urteil ist gerecht, er soll geopfert werden. Ich halte im Allgemeinen viel von der Todesstrafe, deswegen sag ich mal, verschone sein Leben. Weil er sonst kann er auch nicht mehr lernen, nicht wahr? Verschone sein Leben. Warum ist dir sein Leben wichtig? Er wurde getäuscht und hat eine zweite Chance verdient. Ich sehe deine Entschlossenheit. Gut. Dieses eine Mal werde ich den Rat eines Gutschos achten. Das ging ja schnell. Geh nun und berichte ihm von meinem Urteil. Wäre es nicht besser, wenn du hingehst zur Wache und vom Urteil berichtest? Ich meine, hallo? Naja, gut. Wache? Nein, ich probiere es nicht, ihn zu beklauen. Tach! Ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Oh Mann, danke. Ab heute werde ich eine ehrliche Haut. Ich verspreche dir. Ja, ja. Ich werde ab sofort jeden Tag eine gute Tat vollbringen und... Jetzt halt einfach den Rand und mach, dass du von hier verschwindest. Danke nochmal. Ich breche auf zum Piratenlager. Wir sehen uns. Ja,
Quest Erfolg, Menschenopfer. Wunderbar, kann ich eigentlich noch irgendwas mitnehmen, was du nicht mehr brauchst? Nein, offenbar nicht. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich uns aus dem Dorf entfernen, oder? Wir haben ja durchaus einige Quests bekommen. Vielleicht finden wir jetzt, vielleicht finden wir noch irgendwo einen Ahnenstein in der Nähe. Wenn wir uns aus dem Dorf entfernen. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht, dass da was mitnehmen kann. Tagebuch eines Reisenden. In mühsamster Kleinstarbeit hatte ich die kleine Steinplatte zusammengetragen. Dort stand fast alles zur Benutzung von Runenmagie. Ich habe sie schließlich zu den Magiern nach Taranis gebracht. Vielleicht kann ich sie ja doch noch von der Macht der Runen überzeugen. Das merke ich mir. Beziehungsweise mein Questlog nagte sich. Das finde ich doch wunderbar. So, gehen wir erstmal wieder hier raus. Und dann spreche ich vielleicht noch mit dir. Hast du noch was Neues zu sagen jetzt? Nein, man kann dich versuchen zu beklauen, das wird aber nicht besonders gut gehen. Ich habe übrigens schon gelesen, dass ich noch einen weiteren, dass ich überhaupt mal einen Dietrich brauche oder irgendwas in der Richtung, um, ja, Truhen knacken zu können. Wer tappt denn hier so lang? Da hinten ist ein Affe. Also ein lebendiger, großer Affe, glaube ich. Ich dachte, würde ich ganz gerne mal töten und mal gucken, was überhaupt da hinten ist in der Höhle. Danach gehe ich mal hier oben hin, einfach mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Wir müssen auch einige Dinge machen, einige Brocken finden, Jadebrocken finden, ein Spinnenbein, ein besonders kräftiges Spinnenbein finden und so weiter und so fort. Und dabei können wir gleich ein bisschen die Insel erkunden. Warum eigentlich ist es immer sofort reingezoomt? Ja, werden wir rausfinden. Bis gleich.